Hallo, grüß euch, guten Morgen. Mein Name ist Thomas Klein von Mission Millionär und heute geht es um die Nel Asa Aktie. Ein Video zu diesem Papier ist schon längst mal wieder überfällig. Ich hatte ja ein relativ erfolgreiches Video gedreht, ja, so um den Dreh rum. Ich zeige es hier mal ein. Oder ich habe es hier eingezeichnet, so, wann war das, irgendwie im Oktober, November oder sowas. Und da habe ich, ich blende auch das Video hier nochmal ein. Und da hatte ich ja gesagt, dass natürlich hier starke Schwankungen immer wieder sein können und so weiter. Aber letztendlich, das ein ganz starker Trend ist und auch bleiben wird, der nicht irgendwie übermorgen wieder von der Bildfläche verschwinden wird. Und meiner Meinung nach auch ein relativ unterschätztes Thema. Das heißt jetzt nicht, dass Wasserstoff letztendlich irgendwie direkter Konkurrenz zu der Elektromobilität steht. Das ist immer das, wo ich mir sage, okay, da wird immer verglichen, ja, Elektromobilität mit Wasserstoffantrieb und dann, wer wird das Rennen machen? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das, dass das Komplementärlösungen sind, ja. Also sagst du heute auch nicht, ich will in Edelmetalle investieren, entweder oder, Silber oder Gold, ja? Am besten man hat halt ein bisschen was von beiden. Und so sehe ich das hier eben auch. Es gibt Verwendungsmöglichkeiten für Silber in der Industrie. Da hat Gold keinen Wert, weil es einfach von der Konsistenz nicht verwendet werden kann, industriell, ja, weil es einfach zu weich ist. Und dann gibt es wieder Verwendungsmöglichkeiten für Gold, da hat wieder Silber weniger, zum Beispiel für bestimmte Schmuckteile. Da macht Silber wieder keinen Sinn, weil es einfach viel zu leicht vergilbt. Ja, und Gold eben kannst du 1000 Jahre lang ins Wasser schmeißen und sieht genauso aus wie vorher ungefähr. Also das heißt, genauso bei Wasserstoffantrieb, um die Brücke zu schlagen, gibt es eben verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die eben sinnvoller sind, wie bei Elektromobilität und andersrum eben auch. Elektromobilität wird definitiv größtenteils den Verbrenner über die nächsten Jahre, das wird aber noch lange dauern, bis es keinen Verbrenner mehr gibt, ja, verdrängen. Und bei der Wasserstoff gibt es eben verschiedene einzelne, also wie zum Beispiel Lastwegen, ja, Züge, also alles, was bestimmte Schiffe, ja, also alles, was sehr, wo man sehr großes Gewicht zum Beispiel auch hat, wo man mit Batterieleistungen einfach noch ein Weilchen brauchen würde, bis man da hinkommt. Da kann so eine Brennstoffzelle eben ja, einen höheren Wirkungsgrad erreichen. Ja. Und abgesehen davon ist es auch so, dass man auch sehr viel Hybridmodelle ansteuert. Ja, also dass letztendlich auch hier Brennstoffzelle in Kombination mit Batterien Energie dann erzeugt oder speichert und so weiter. Das heißt, das sind nicht unbedingt entweder das eine oder das andere, sondern eben beides. Definitiv ist es so, dass es eine Alternativtechnologie ist zu unserem ganzen ja, Kohle, Atomstrom und was wir halt da so kennen. Und schon allein aus dem Grund ist es auf jeden Fall sehr interessant und wird auf jeden Fall auch weiter entwickelt werden und so weiter. Denn unsere Wissenschaft hält sich ja momentan ist ja hält sich an jedem Strohhalm fest, ja. Also was es an Möglichkeiten gibt, in Zukunft irgendwie Energie zu erzeugen, was irgendwie nicht mit Kohle und CO2 und Atom, weil super, super, super gefährlich zu tun hat. Ja. Also allein schon dieser Megatrend, der dahinter steht, da sehe ich hier einfach keines großen Probleme. Natürlich sollte man nicht hier irgendwie zu viel Geld investieren oder auch zu viel Geld in eine einzelne Aktie investieren. Da gibt es ja noch zwei, drei andere Aktien auch, die mit dem Thema sich befassen. Aber man kann ja ganz einfach sagen, seitdem ich hier das letzte Video gedreht habe, ich habe es mal ganz kurz ausgerechnet, das war so um 7,5
was sind das jetzt eigentlich, Dollar oder norwegische Kronen oder was? Das war hier um den Dreh rum und das sind wir mittlerweile 40% gestiegen. Also wer da 10.000 Euro investiert hat, der hat jetzt 4.000 Euro netto oder brutto Gewinn. Ja. Heute sind wir wieder ein bisschen runtergekommen, 5%. Aber das war ja schon das Thema damals auch. Ja. Als ich hier zum Beispiel ein Video gemacht habe, da waren wir so auf 8,5 und dann sind wir runter auf 7,5. Na, und dann ging es sofort los. Oh, es geht runter oder was? Ja. Ist jetzt wieder das genau das Gleiche. Jetzt sind wir auf dem Niveau von 10. Und heute Morgen oder gestern ging es, glaube ich, runter auf 9,5. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Das ist halt einfach eine volatile Aktie. Ja. Und deswegen, wenn man jetzt zumal, wenn jetzt, ich weiß ja nicht, was jetzt es gibt ja die unterschiedlichsten Zuhörer, ja, oder Zuschauer. Wenn jetzt deine durchschnittliche Positionsgröße, ja, oder was, oder wenn dein Depot 10.000 Euro ist, ja, dann ist halt hier, wenn du hier mit 1.000 Euro reingehst, es ist auf jeden Fall definitiv 10% von deinem Portfolio und recht viel mehr würde ich dann auch theoretisch nicht machen, ja, würde ich mir halt eben nicht zu viel machen, ja, und dann sind diese Schwankungen auch die relativ schnurpe. Ich bin mittlerweile so, dass ich mir halt Schwankungen grundsätzlich nicht mehr so viel ausmachen, weil ich einfach ein ganz anderes Nervenkostüm habe, weil ich einfach schon über die Jahre hinweg einfach schon so viel ja, durchgemacht habe oder durchmachen musste, ja, also Höhen und Tiefen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Anfänger bist oder halt noch nicht so viel oder einfach nur, sagen wir mal, 20 Jahre deines Lebens immer irgendwie nur auf Sparbuch gewohnt warst, ja, oder eine Immobilie reingehauen hast, dein Geld. Das ist nämlich auch so mit den Immobilien, die schwanken ja auch ständig, nur du siehst es halt nicht. Da steht, auf deiner Immobilie, da steht ja kein Preisschild. Ja, jeden Tag, wenn du morgens nach Hause kommst, abends nach Hause kommst, da ist plötzlich so eine digitale Schrift auf deiner Tür, ja, wo drauf steht, wie viel ist heute gerade deine Immobilie wert. Ne? Das hast du eben da nicht und deswegen sind da die Leute auch nicht so betroffen von. Ja. Aber ich denke mal, das sind zumindest in den strukturschwächeren Regionen auch in Deutschland, ja, die Immobilien eher auch fallen im Wert als wie steigen. Aber nur die Leute checken es halt nicht, ja. Also die wohnen halt da drin und wenn sie dann irgendwann mal verkaufen wollen würden, ja, dann wäre plötzlich das böse Erwachen. Ja, aber du lebst jeden Tag in deinem Eigenheim, so in ländlicheren oder strukturschwächeren Regionen, ich weiß nicht, wie in der Oberpfalz oder was weiß ich wo, ja, oder in östlichen Regionen in Deutschland oder auch in so zwischen Bielefeld und also so in Mitteldeutschland, ja, da ist auch letztendlich die Immobilien relativ flaute, ja, also in so einer Aktie, wo du theoretisch jeden Tag, jede Sekunde reinschauen könntest, ja, und dann immer auf die zweite Kommastelle genau siehst, wo gerade deine Aktie steht, da haben dann die Leute immer diese Bedenken, ja, weil es heute mal so ein bisschen tiefer und oh Gott und so weiter. Ne? Also grundsätzlich muss man eben einfach hier mit Schwankungen zurechtkommen und dann zahlt sich das eben auch aus. Also wer jetzt hier, wie ich damals bei hier nochmal im Tief nochmal nachgekauft hat, ja, bei 7,5 oder 8 Euro oder was, ja, der ist jetzt ungefähr bei 30, 35 oder vielleicht 40%. So ideal erwischt man die nie, aber so um die 30, 40% hast du jetzt eben, bist du jetzt eben im Plus, ja. Und wer sie früher schon eingekauft hat, hier bei diesem Crash zum Beispiel noch mehr, ja, also bist du fast bei 100%. Und wer jetzt hat zum Beispiel auch auf noch ein kleiner Tipp, wer jetzt auf absolut Nummer sicher gehen will, ja, oder da einfach wo sich heute sagt, ja, ich habe insgesamt ein Depot von 10.000 und ich bin da eben mit 5.000 rein und das ist mir eigentlich ein bisschen zu risky, ja, das ist einfach 50% von dem, was ich da als Depotgröße habe. Naja, dann und du hast jetzt irgendwie 30, 40% Gewinn, ja, oder 50% oder 100%, dann nimm einfach deinen Gewinn raus und lass einfach den Rest laufen. Ja, also es ist einfach eine super Methode, um einfach sozusagen dich psychologisch einfach zu festigen und dann ja, wäre einfach so ein super Tipp von mir und was natürlich noch die andere Möglichkeit ist, dass du halt immer einen Stopp hast, ja, und den immer nachziehst und das eben das
Wenn du da eine volatile Aktie hast, von der du auch überzeugt bist, dann kann halt sein, dass halt dann plötzlich deine komplette Position rausfliegt, weil der Stopp irgendwie ausgelöst wird, obwohl du es eigentlich gar nicht so richtig wolltest. Ja. Das ist mir so ein bisschen passiert bei der Tesla, und die ist jetzt irgendwie gestern auch nochmal 7% drauf. Ich glaube, die ist, glaube irgendwie bei $540 oder sowas. Ja. Und ich bin halt schon bei $335 rausgeflogen. Hatte zwar auch irgendwie 50% mit einer Position, die hatte ich bei 176, 160 eingekauft, die andere dann bei 200 noch was. Also insgesamt, glaube ich, kombiniert man so 56% Gewinn. Und das kann ja halt dann nicht passieren, wenn du zum Beispiel einfach grundsätzlich nur einen Teilbetrag rausnimmst und einfach den Rest dann laufen lässt, ja, und eben nicht Stops nachziehst, weil die Aktien eben volatil sind, du nicht wirklich wissen kannst, wo setze ich jetzt den Stopp hin. Abgesehen davon, wenn du jetzt den Stopp zu niedrig setzt, ja, dann ist es meistens sogar noch schlimmer, ja, weil wenn jetzt desto niedriger den Stopp ziehst und er wird dann doch wieder ausgelöst, dann geht es wieder nach oben. Dann hast du ja letztendlich noch mehr von deinen Gewinnen abgegeben. Ja. Also von daher einfach eine Teilmenge verkaufen, eine Teilmenge weiterlaufen lassen, ist, glaube ich, eine der besten Lösungen. Habe ich auch schon öfter gemacht, und ja, hätte ich eigentlich auch bei Tesla machen sollen und habe es halt nicht gemacht. Aber so ist es halt im Leben, wir sind alles Menschen, und manchmal muss man sich auch schnell für was entscheiden. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch Schlimmeres als wie 50%, 56% Gewinn, ja. Also von daher, war letztes Jahr sowieso ein gutes Jahr und dieses Jahr auch schon wieder sehr gut angefangen. Bin jetzt fast schon wieder 10% irgendwie, allein in 2, 3 Wochen im Januar im Plus. Mit dem Portfolio, von dem ich hier letztendlich immer spreche. Da habe ich noch ein paar andere Anlagen, aber von denen, die halte ich also nicht, von denen rede ich nicht im Internet, das sind so andere Sachen noch. Aber gut, ja, also von daher bin ich natürlich auch etwas skeptisch, weil es also ständig nach oben geht alles. Ja, ich habe ja letztendlich auch eine Menge in Cash umgewandelt. Das heißt, die 10%, die ich jetzt gemacht habe in meinem Portfolio, die sind letztendlich nur von ungefähr 40%, ich habe ungefähr 60% Cash und 40% bin ich in Aktien investiert, und von den 40% natürlich habe ich dann nur die 10% gemacht. Vom Cash natürlich nicht, und ja, aber das ist es mir eigentlich wert, dafür, dass ich halt einfach ein bisschen im Risiko raus bin, weil ich warte eigentlich immer noch auf die Korrektur. Ja. Kann natürlich sein, dass es noch ein ganzes Jahr dauert, bis die kommt, aber gut. Auf jeden Fall soll es gewesen sein zum Thema Nellen Asa, und ja, soll sich jeder mal seine eigene Meinung darüber bilden. Und war ein sehr erfolgreiches Video letztes Mal. Viele haben da ihre Meinungen dazu, und würde mich freuen, wenn du deine Bilder dazu aktuell gibst. Ja. Würdest du sagen, die Aktie ist überkauft? Würdest du die weiterhalten? Willst du einen Stopp nachziehen? Willst du einfach eine Teilmenge mitnehmen? Wie auch immer. Okay, bis dann, ciao.